Hallo meine Lieben, ja, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar geht es heute um die Erstausstattung für Reborn-Babys. Also alles, was man braucht, ja, bevor man sich ein Reborn-Baby kauft. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Ja, ich habe das ganze Video schon mal gedreht, aber ganz, 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 ganz unten von meinen Videos, weil ich das ganz früher damals mal gedreht habe, genau. Und ja, da aber einige nie so weit runtergehen, dachte ich mir, drehe ich einfach mal ein neues, weil ich vielleicht auch andere Meinungen habe. Ich habe mir das Video jetzt nicht nochmal angeschaut, aber ich habe gerade Sachen rausgesucht, die für mich einfach die Erstausstattung betreffen. Natürlich muss es nicht für euch so sein und natürlich gibt es auch eine ganz andere Erstausstattung für jeden Menschen da draußen, aber ich finde einfach, das ist für mich die Erstausstattung und das hatte ich damals alles für Lennox und ja, deswegen wollte ich das heute einfach mal zeigen. Wenn ihr das andere Video gerne auch nochmal anschauen wollt, könnt ihr gerne mal ganz, ganz unten in meinem Kanal rumwühlen. Da sind ganz, ganz viele tolle andere Videos und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wie gesagt, habe ich ein paar Sachen rausgesucht. Es muss nicht jeder jetzt alles kaufen, was ich hier zeige, sondern es hat einfach meine Erstausstattung, was ich sage, okay, das könnte man eventuell gebrauchen und das ist ganz praktisch am Anfang. Ja, aber jetzt starten wir erstmal. Eine der wichtigsten Sachen sind eigentlich die Klamotten. Also, Reborn-Babys laufen sehr gern nackt rum und ich glaube, auch ihr als Mütter wollt sehr ungern, dass Reborn-Babys nackt rumlaufen. Ja, deswegen habe ich einmal das rausgeholt aus meinem Kleiderschrank, was ich finde, ist auf jeden Fall eine Erstausstattung. Natürlich ist nicht genau die Sachen, sondern die Art von Sachen, also zum Beispiel Strampler und so halt. Also, auf jeden Fall braucht ihr Mützen. Ich habe jetzt nur eine rausgesucht, weil ich finde, eine reicht für den Anfang auf jeden Fall. Also eine Mütze ist für mich auf jeden Fall in der Erstausstattung. Genauso wie Socken. Das ist auch nur ein Paar, weil ich auch finde, Socken braucht man eigentlich auch nur ein Paar zuerst. Also am Anfang braucht man auf jeden Fall nur ein Paar, weil es reicht in jedem Fall. Ja, also wie gesagt, eine Mütze und ein paar Socken reicht für mich. Natürlich kann man noch eine Strumpfhose kaufen oder ein Halstuch oder so, aber das sind jetzt für mich erstmal die Sachen, die auf jeden Fall relevant sind am Anfang. Dann geht's weiter mit einem Schlafsack. Auch der ist eher so eine andere Sache und kommt auf die Person selber an. Ich finde, das ist Teil einer Erstausstattung für mich, aber es gibt auch einige da draußen, die haben das gar nicht, obwohl sie ganz, ganz viele Reborn-Babys haben. Ja, also ich finde, das ist ein Teil der Erstausstattung, aber das muss natürlich nicht jeder so empfinden. Ja, dann geht's weiter auf jeden Fall mit einer Hose. Es kommt natürlich auf jeden selber an, wie viel er von was kauft. Ich finde auf jeden Fall, dass man ein Outfit haben sollte, als Strampler und ein Outfit so halt zum Beispiel mit einem Langarmbody und einer Jogginghose oder einem Pulli und einer Jogginghose oder so. Also das finde ich immer sehr gut. Also auf jeden Fall eine Hose. Ich könnte hier auch zwei kaufen oder eine Jogginghose und eine Jeans oder so. Finde ich auch sehr praktisch, aber ich habe mich jetzt erstmal für eine Jogginghose entschieden. Dann, wie ich gerade schon gesagt habe, auf jeden Fall ein Pullover. Ich habe jetzt den hier rausgesucht, weil ich ihn einfach so süß finde. Ja, also auf jeden Fall ein Pullover. Den könnt ihr halt, wie gesagt, mit der Jogginghose gut kombinieren. Oder die Jogginghose halt mit einem Langarmbody oder Kurzarmbody. Ich finde, die Erstausstattung hat auch ziemlich viel mit der Jahreszeit zu tun. Zum Beispiel, wenn ihr das Baby im Sommer kauft, dann braucht ihr natürlich kurze Sachen. Und wenn es im Winter kommen, braucht ihr natürlich viel, viel längere Sachen. Meine Babys haben im Sommer sehr, sehr wenig kurze Kleidung an, weil ich eher der Typ bin, der auch lange Sachen anzieht im Sommer, weil ich das einfach viel süßer finde. Wo wir gerade schon bei den Bodies waren, habe ich auf jeden Fall einen Langarmbody. Der ist jetzt schlicht weiß und ich liebe einfach die H&M Bodies. Ja, einfach einen Langarmbody, der kann natürlich bei euch aussehen, wie ihr wollt. Also ich habe jetzt einfach nur einen weißen gegriffen. Wie gesagt, gut zu kombinieren mit der Jogginghose, unter dem Pullover oder sonstiges oder einfach mal im Sommer einfach nur so zum Anziehen. Dann auf jeden Fall auch noch ein Kurzarmbody. Ich finde auch im Winter ist das sehr, sehr praktisch, weil wenn Babys da unterm Schlafanzug das anziehen oder so, finde ich das immer sehr, sehr praktisch. Dann habe ich gerade schon das Wort Schlafanzug in den Mund genommen und deswegen ist das auch unser nächstes Teil und zwar ein Schlafanzug. Das ist natürlich auch wieder eure Sache. Ihr könnt natürlich auch ein Body nehmen oder eine Body und eine Jogginghose oder so, aber ich habe immer gerne einen Schlafanzug da oder halt einen Overall oder so. Aber ist halt irgendwie auch jedem seins. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Teil der Erstausstattung für mich. Dann finde ich auch sehr wichtig, dass Reborn-Babys immer einen Strampler haben. Ich habe jetzt mal diesen hier genommen. Ich finde es einfach persönlich sehr wichtig, weil ich finde, das ist irgendwie das typische Baby-Merkmal. Und ja, deswegen auf jeden Fall ein Strampler für die Erstausstattung. Und wenn es im Winter
geboren wird oder ihr es im Winter bekommt, auf jeden Fall eine Winterjacke oder halt eine schlichte kleine Sommerjacke, so eine dünne Jacke. Aber ich habe jetzt einfach mal unsere Winterjacke gegriffen. Die ist jetzt von H&M total kuschelig. Aber wie gesagt, wenn ihr halt ein Sommerbaby bekommt, müsst ihr halt darauf achten. Ja, dann geht es weiter mit Pflegesachen oder einfach so Sachen, die man einfach so hat. Dann habe ich zuerst mal ein Kuscheltier, was ich finde, ist immer total süß im Babybett oder so. Also auch ein Teil der Erstausstattung. Natürlich eine Sache, die man als Rebound-Mutter nicht so braucht, einfach nur zur Deko. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Teil der Erstausstattung für mich. Dann finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass die Babys eine Decke haben. Das ist eine ganz, ganz kleine Babywolldecke. Und eigentlich kommen die Rebound-Babys immer in einer Decke und deswegen ist einmal eine Decke dabei. Da müsst ihr mal die Verkäuferin dann fragen, ob eine Decke dabei ist, damit ihr keine kaufen müsst. Ja, aber ich finde, das gehört einfach dazu, dass man das Baby auch zudecken kann oder einwickeln kann. Finde ich immer sehr, sehr praktisch. Dann gehört natürlich auch dazu, dass man Schnuller hat. Das ist natürlich auch wieder jedem seines. Manche Babys haben halt keine Magneten. Manche Babys haben überhaupt nichts, wo man irgendwie einen Schnuller befestigen kann. Aber wenn ein Baby ein Magnet hat oder eine andere Möglichkeit, dazu kommt übrigens auch noch ein Video über Möglichkeiten, wie man Schnuller an Rewon-Babys befestigen kann. Ja, dann gibt es auf jeden Fall Schnuller in der Erstausstattung. Und zwar habe ich jetzt einfach mir welche von Mom. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele. Das ist natürlich sehr variabel, natürlich eure Entscheidung. Dann wollt ihr euer Baby natürlich bestimmt auch füttern. Und deswegen braucht ihr natürlich auch Flaschen. Ich finde, da reicht eine. Und bei Schnullern reicht übrigens auch ein paar. Also sind immer zwei Stück drin manchmal. Und ja, bei einer Flasche reicht auf jeden Fall auch eine Flasche. Und was ihr dann nimmt, ist natürlich auch eure Entscheidung. Ja, um die Flasche zu benutzen, braucht ihr natürlich Babynahrung. Nein, das ist keine echte Babynahrung, die hier drin ist. Sieht zwar so aus, aber nein, ist es nicht. Die Box habe ich mal geschenkt bekommen von meiner Mutter. Da war damals die Milch von meinem Bruder drin. Und ja, also hier drin ist Kaffeeweißer von uns. Das sieht so aus. Das sieht einfach aus wie echtes Babypulver. Und ja, deswegen habe ich das auch gekauft. Das ist Kaffeeweißer, den könnt ihr einfach mit Wasser mischen und dann habt ihr die perfekte Fake-Milch. Das kann ich euch nur empfehlen. Also Kaffeeweißer, den gibt es in jedem Supermarkt oder Discounter. Also schaut mal bei Lidl oder Aldi oder so, da haben die es auf jeden Fall. Also die auf jeden Fall die perfekte Fake-Milch und ich finde mit einer der wichtigsten Teile in einer Erstausstattung für Rebound-Babys. Dann braucht ihr bei Rebound-Babys auch gewisses Zeug an Pflege, nämlich das hier. Das ist eigentlich das perfekte Rebound-Baby-Pflege-Starter-Paket, denn was wie Cremes oder so braucht ihr auf keinen Fall. Das könnt ihr bei eurem Baby sowieso nicht benutzen. Aber das Wichtigste ist ein Pinsel. Und zwar so ein normaler Schweineborstenpinsel. Der muss relativ weich sein. Ihr müsst ihn halt auf eurer Haut nicht spüren können. Also er muss ganz, ganz weich sein. Und ja, damit könnt ihr die Augenringe sauber machen, die Nasenlöcher, alles, alle Falten könnt ihr damit perfekt sauber machen. Und deswegen ist das auch einer der wichtigsten Teile, die du in einer Erstausstattung für Rebound-Babys brauchst. Dann ist im Starterpaket auch enthalten ein Kamm für die Haare. Wenn dein Baby keine Haare hat, sondern nur ein Painting oder gar keine Haare hat, braucht ihr es natürlich nicht. Aber für ein Baby mit Mohair oder so braucht ihr auf jeden Fall einen Kamm. So wie eine Bürste, das ist eine Babybürste, also die ist ganz, 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 ganz weich, seht ihr das? Die ist ganz, ganz weich. Und die braucht ihr auf jeden Fall, genauso wie den Kamm. Ihr müsst da auch ganz vorsichtig sein, nicht, dass die Haare ausfallen, also es muss auch eine ganz, ganz weiche Babybürste sein. Und der Kamm muss auch ein Babykamm sein. Und dann das Letzte, was ich finde, ist auch sehr, sehr wichtig für eine Erstausstattung, das Windelpaket. Und zwar ist da enthalten Feuchttücher, obwohl ich da immer der Meinung bin, das braucht man nicht. Ich finde, Feuchttücher ist eher so ein Flop, aber ich finde, es gehört trotzdem in der Erstausstattung dazu. Und natürlich die Pampers. Die braucht ihr natürlich auch und da würde ich euch auch empfehlen, eine ganze Packung zu kaufen. Außer ihr bekommt vielleicht ein paar geschenkt oder könnt ihr einfach einzelne kaufen, aber eigentlich kann man nur eine Packung kaufen. Und ich empfehle euch einfach eine Packung, das reicht für ein paar Jahre. Außer ihr wechselt die halt wirklich alle paar Stunden und halt schmeißt die immer weg. Aber ich schmeiß die immer nicht weg und deswegen reicht so eine Packung auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier mal drei Stück. Aber eine Packung reicht für euch auf jeden Fall und würde ich einfach auch jedem empfehlen. Ich finde Pampers sind auch immer ganz wichtig bei Rebound-Babys, sonst ist es halt irgendwie kein richtiges Baby. Ja, meine Lieben, und das war unsere Erstausstattung für Rebound-Babys. Wenn ihr weitere Ideen habt oder andere Meinungen, gerne in die Kommentare damit. Ich habe halt irgendwie nur meine Vorstellung von Erstausstattung, aber ich würde gerne auch mal eure wissen. Und ja, deswegen könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese es immer sehr gern durch und dann hoffe ich, euch hat es gefallen.
Mir hat das Video sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.